sind wir denn? Ja, erstmal hier. Hundegeräusche beim Strecken. Ja, jetzt kommt das wieder. Ach nee. Sachen, die ich verdrängt habe, ne? Erstmal den Krach hier ausmachen. Schade, ich wollte Werbung sehen. Haben wir Nefs? Ich muss erstmal meinen DOS-PC wieder anschmeißen. Nein, keine neuen Nefs. Können wir irgendwas herstellen? Nein. Ich glaube, wir hatten alles bis jetzt hergestellt, was wir konnten. Ich so. Glaub auch, ja. Genau. Ja, was sagt denn das Schönl? Was haben wir denn da noch zu machen? Slumphobian. Lebewesen markieren. Mhm. Machen wir hier doch mal den hier an. Übersprungen haben wir das erhöhte Reich, ne? Am letzten Teleporter haben wir dann irgendwie drei davor nicht und dann haben wir wieder einen ja, und ja, wieder einen nicht. Das ist mir auch schon aufgefallen, also letztens noch, dass wir haben ja auch schon da beim Landeplatz haben wir auch einen ja nicht gefunden bis jetzt. Wo auch immer der sein soll. Wo gehen wir denn hin? Rätselhafter Turm oder xylophile Landung? Oh, warte mal. Ich würde rätselhafter Turm sagen, weil da steht ja erkunden. Da haben wir dann nicht. Erkunden. Dann machen wir das. Ich würde sagen, haben wir nicht jetzt eigentlich diese komische Strombombe? Theoretisch ja, Schockfrucht. Nominal. Jetzt können wir die ganzen Türen aufmachen. Ja, dann hätten wir eigentlich schon beim Landeplatz anfangen können. Alles klar, ciao. Weil da war doch, wo waren das? Dabei außerhalb vom. Ja, irgendwo da, wo du es jetzt hinbohrtest, wird schon sein. In der Schneehöhle direkt am Anfang. Genau. Genau hier so vorne drin irgendwo. Ne, hier nicht. Die nächste Höhle. Ach ja, das mit dem Skelett oben drinnen. Ganz genau. Ja gut, ist ja auch hier in der Ecke, ganz ehrlich. Gut, dieser Hund. Dieser Hund, der diese komischen Geräusche macht. Mach mich fertig. Ja, I'm sorry. Muss es ja auch einen dicken Köter nehmen. Ja, natürlich. Jetzt hätte ich irgendwas anderes. Ui, oh Gott. Ja, schon. Ja, dann zeig mal, was du kannst. Gott. Das scheint nicht zu klappen. Hä? Vielleicht muss die offen bleiben. Also wenn sie offen ist, muss man das vielleicht machen. Oh, bleib du mal da. Okay, jetzt geht's doch. Oh, ist auch nichts zum Scannen. Dann scann du mal das Ding. Ich hau mir mal den Batzen da rein. Und hol mir ein paar Tonnen Kohlenstoff. Ja, Video, und was Video, war's? Video gucken. Sonst gibt's hier nichts. Das war noch mal scannen. Ach hier. Glaub nicht. Es war auch, glaube ich, das einzige hier, oder? Oder war drüben noch was? Ich glaube jetzt nicht. Nee. Bei dem rosa Gestrüpp war, glaube ich, nichts sonst, gell? Ne, ich glaube nicht. Wieder. Na, komm her. Kriegst du den Kumpel nicht, Kollege? Und noch mal Leiche. So, halbwegs. Klebt doch noch. Der ist ganz hinterher gelaufen, mit mir in den Arsch getreten.
Das war ja dann. Wollte schon dein Fleisch. Der wird aber nicht satt davon. Hier oben war ja sonst auch nichts mehr, oder? Oh, ich scanne einfach mal ein bisschen. Ich glaube, hier oben haben wir alles. Gott, ach, da war's. Ja, es wird mir auch so nichts mehr auf der Karte angezeigt. Mal ein bisschen rumscannen. Du bist wieder 200 Meter woanders her. Oh, wir haben paar Flieger. Ja, schon wieder was abgeschlossen, das ist doch schön. Aber mir wird hier auch nichts mehr angezeigt. War eigentlich schon das die Aufgabe gemacht mit den irgendwie 10 Viecher ganze Zeit mit Schlagen ohne Schaden zu nehmen? Also ich habe das gerade abgeschlossen. Dann dürfte es euch auf mich auch für mich zählen. Kannst ja nachschauen. Ups. Brauchst du nur ins Shuttle gehen. Na, so viel. Wo war's denn? Oder war das auf? Aber nicht. Das finde ich gerade nicht mehr. Töte 4 Kreaturen innerhalb von 3 Sekunden, werden sie vom Blitz getroffen werden. Töte 5 Kreaturen mit einem einzigen Angriffsschuss. Ja, das andere, also wie gesagt, das andere wurde mir gerade als erledigt angezeigt. Da habe ich das wahrscheinlich gerade gemacht. Ihr habt ein paar Viecher hier. Ja, ich habe letztens auch schon auf welche geschlagen. Auf welche geprügelt. War hier nicht noch irgendwas bei diesem komischen Gesicht? Hier ist es doch immer irgendwas in der Nähe. Nee. Das ist nicht mehr da. Das haben wir auch gefunden. Ach, das war das da oben drin, glaube ich, gell? Verdammt. Das ist tief. Ja, wir könnten zwar auch nachgucken, ob es hier noch irgendwas gibt, aber... Ja. Also mir wird auf... Doch, da ist irgendwas. In 145 Metern wird mir da irgendwas Blaues angezeigt. Ja, das ist ja dann doch in der Höhle drinnen. Da ich hier wieder das aufgeladene Ding. Ja, es reicht. Aber ist hier nur die Lava? Nee, das ist über mir noch. Hä? Was soll das dann sein? Ja, das ist über dir. Das ist ein Tank, angeblich. Kraftstoff. Ja, Tank. Aber wo über mir? Ich bin doch schon hier ziemlich hoch. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich hier noch höher kommen soll. Oder muss ich durch die Höhle durch? Das kann natürlich auch sein. Toll, hier ist wieder Lava gespratzelt. Ja. Also ich bin jetzt über dir und selbst das ist noch immer noch über mir. Nee, hier waren wir ja schon. Neues Geheimnis hier irgendwo von mir. Alles gescannt, ja. Nein, das wird heiß. Was wird hier? Okay, hier ist noch eine Tür oben. Das ist wahrscheinlich. Wie komme ich denn hier jetzt rauf wieder? Lebend. Gar nicht so, wie es aussieht.
Die Gesundheit ist gleich am Arsch. Weil ich von diesem blöden Ding runtergefallen bin. Du hast was gefunden? Oh Gott. Ja, ich habe das Geheimnis gefunden. Das ist wahrscheinlich, geht wahrscheinlich zu diesem Kraftstofftank. Das, und das ist oben wohl Wasser, wo der Wasserfall runterkommt. Über dir gewesen. Okay. Wie bist du darauf gekommen? Ich bin über die Statuen. Kennst du diese großen Statuen da, die da am Rand da sind, ne? Wo der Eingang zu ist. Ja. Dann bin ich ja einfach wieder auf den Berg hoch, also auf diesen kleinen Hügel davor. Dann dem auf den Kopf gesprungen, dann weiter nach oben einfach. Okay. Hier ist noch was zum Springen, das wird interessant hier oben. Das klingt ja wenig überzeugend. Die sind Platten, die sich hin und her verschieben. Ganze Zeit. Okay. Also von rechts nach links und immer überkreuzen. Das wird dann wahrscheinlich auch der Punkt sein, den wir noch nicht erkundet hatten, wo uns ja das Ding gefehlt hat. Da oben ist bestimmt doch dann irgendwo ein Teleporter. Und? Bei uns fehlt dir einer. Ich muss mir erst überlegen, wie ich überhaupt zu dir komme. Gott. Ja, es wird aber sehr interessant, das mit dem Springen. Kann ich jetzt schon sagen. Über die Statuen rauf. Okay. So. Aua. Oh nee, komm mal. Na, die zwei Statuen, du musst dann nach oben, dann einfach auch von dem einen auf den Kopf und dann zu dem Baum halt erstmal hoch und dann die andere Fläche rauf, dann so und dann musst du einfach nach, wenn du von den Statuen noch guckst, rechts geht da so ein Weg an dem Berg entlang. Ach, da drüben, ja, sehe ich. Na, das jetzt Geheimnis. Mhm. Nein, der Fox sitzt hier rum. Das nahe Geheimnis ist hier, wo ich bin. Und dann geht hier ein Wasserfall, also ein Fluss, Wasserfall rein. In die Ecke. Den Wasserfall sehe ich gerade. Ah, da. Schick dir gerade schon seichte Signale. Ja, ich sehe schon. Ob die Tür auf bleibt. Guck mal, jetzt hier. Natürlich bleibt hier nicht auf, ernsthaft? Warte, lass mich das mal auch mal testen. Wie geht denn das? Ja, einfach in die Hand nehmen und dann wie eine Grate schmeißen. Also Taste drücken, RB. Ja, jetzt bin sie durch. Guck mal jetzt noch auf. Ja, interessant. Mhm. Also bis zur zweiten habe ich es schon geschafft. Ich wow. auch. Pass auf. Muss ja nur mal in Bewegung bleiben. Scheiße. Plong. Oh Gott. Da wird nix. Na, ciao. Ach, das ist doch gemein. Hä? Ich hab gesagt, gut, das ne? ist gemein. Ah, ist gut, ne? Komm, lass mich rüber. Wo ist der nächste Weg dann? Hier. Na ja, klar. Ups, das war gut. Und... da ich sehe immer nicht... aber ich geh gleich mal hier rüber. Ich sehe nicht, wo ich. Wenn man nicht mehr sieht, wo man ist, ist es irgendwie so optimal. Aua. Hm?
Warte mal, ich habe gerade was festgestellt. Ja, okay. Ich auch bin tot. Also was einfallen lassen, ganz ehrlich. Nein. Ich dachte schon, das mit den Nüssen war unser größtes Problem. Das ist ein viel größeres. Ja, super. Also das ist echt bescheuert gemacht, das muss man mal sagen. Oh, kriegst nochmal Schaden, weil er irgendwas brutzelt. Mal Decke runter. Und oben kriegst du nochmal Schaden. Ja, und oben kommen sie noch dann Strahlen direkt, die direkt brutzeln. Will mich leben. Oben. Alter. Toll. Nein, hier geht's auch nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Ja, aber da muss es weitergehen. Du hast hier einen Kraftstofftank. Ja, deswegen ist es doch. Ja. Das ging doch nur mit dem Treibstofftank da. Ja, jetzt könnten wir halt schon zur Erde fliegen, aber dann wäre halt dann die Mission natürlich zu Ende. Ich habe hier noch was anderes gefunden. Hier kann man sich. Aus irgendeinem Grund kann man hier noch hoch. Da kann man noch rein. Aha. Guckst du da, wo ich bin? Ich muss gerade noch einen Weg nach unten finden. Da. Oh, bist du über mir schon wieder? Ja, ich bin nur aus dem Wasserfall raus. Achso, ja dann. Ich muss auch wieder raus da. Erstmal. Guckst du mal hier hoch? Hier geht's nämlich auch noch irgendwo hin. Wenn wir da nicht schon waren. Ich guck mir das aber bekannt vor. Nee, hier können wir nicht gewesen sein. Da ist noch so ein Spuckding. Doch, da waren wir schon. Okay. Dann ist nebendran auch noch ein Loch. Was ist denn da drinnen? Oder ein Durchgang, je nachdem. Das ist einfach der Weg, glaube ich, wo man dann hochspringen muss bei diesen Spuckelfieren. Ja. Ja, okay, ist es auch. Interessant. Aber ich sehe auch nichts mehr auf der Karte, also gerade aktuell. Also auch nicht scannen, meine ich jetzt. Nee. Das ich auch nicht mehr. Oh. Das Ding da drinnen hast du ja schon geholt gehabt. Ja, und sonst ist hier nichts mehr. Das könnte knapp werden. Ja, hat doch gereicht. Easy war das, easy. Den ich killen kann. Aha. Gleich drauf reagiert, wo ich drauf geschossen hab. Ja, ich hab drauf geblitzdingst. Geblitzdingst. Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie man das nennt. Ja, schau. Wie viel braucht man? 3 oder 4 gleichzeitig? Da stand, warte. Würde 4 Kreaturen innerhalb von 3 Sekunden werden sie vom Blitz getroffen werden. Ja, dann hau doch mal irgendwo so einen Futternapf hin. Dann kommen 3 Stück.
mindestens. Wir brauchen ja Luft. Ignorier das mal nicht. So. Töte sie. Hat nicht gezählt, oder? Wirklich. Warum nicht? Es war noch wohl 3 Sekunden. Räume sie, schieße auf sie, sammle ihre Innereien, um etwas Glitzendes herzustellen, der Kreislauf des Lebens. Was? Ernsthaft. Schieß mir direkt in den Rücken, ey. Ich habe gerade das Leben aufgenommen, schräg abgezogen. Sorry. Ich Teamplay, ey. Ja. Alle Profis. Hatten wir doch gestern auch. Du warst respawn, dann gibt's erstmal einen Nackenschuss. Ich habe jetzt halt nur keine Blitzdinger mehr. Die sind alle bei mir. Ich habe noch eine. Das ist jetzt auch nicht viel. Nein. Wo gibt's hier eigentlich? Ja, nicht für uns. Gab's ja erst im neuen Gebiet drüben, gell? Jetzt noch den Turm hatte die. Ja, genau. Weil hier sind wir sowieso dann jetzt durch. Hier können wir doch. Ne, eigentlich nicht. Uns fehlt immer noch ein. Ah, warte mal. Da konnten wir nicht rein, weil keiner von uns Blitzdingsen konnte. Oh, das war doch der Rätsel beim rätselhaften Turm, das Ding. Ja. Bist du da? Nein. Jetzt scheinst du da zu sein, oder? Ich, nö. Muss da erstmal einen Teleporter haben. Nee, der ist doch da in der Nähe gleich gewesen. Bei Metroidenkrater, da war doch, da stand der doch. Ich bin ja gleich schon da, Mann. Ja. Wow. Wieso aber? Bringst du auf der Turm? Werde es aber nicht teleportiert, weil ich bin schon da. Warum gibt es da einen Countdown dann? Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Super, jetzt bin ich genau da. Nee, warte mal, hier wollte ich nicht hin. Ich war doch ganz. Also richtig hier. Landeplatz, zerbrochene Brücke, um dann hinten dieses eine Gebäude da noch zu machen. Da, wo wir nicht reingekommen sind. Und dafür brauchte man, wenn ich mich richtig erinnere, dieses Blitzdings.